Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Subnautica. So, wir stehen irgendwo im Grand Reef. Unser kleiner Knuddelfischi schwimmt hier fleißig um uns rum. Und wir haben in der letzten Folge ein bisschen hier im Grand Reef Wracks abgesucht. Oder das erste große Wrack abgesucht. Und haben dann auch den Krebsbohrerarm schon gefunden. Den brauchen wir nämlich unbedingt. Und sind dann hier auf die zweite Degasi-Basis gestoßen. Und da würde ich jetzt mal rein schwimmseln. Wir lassen mal schön Licht und alles aus. Ich glaube, hier geht's durch die Scheibe rein, ne? Irgendwo. Hier. So. Okay. So, was haben wir hier? Eine Datenbox. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Die können wir gebrauchen. New Blueprint acquired. Was Leckeres zu trinken. Integrating new PDA data. So, gibt's hier noch... Der Kaffeeautomat! Der Kaffeeautomat! Wir haben den Kaffeeautomat! Ach, warte mal. Moment. Mir ist egal. Da brauche ich jetzt einen Screenshot von. Wir haben den Kaffeeautomaten gefunden. Gott sei Dank. Endlich habe ich ihn gefunden. Er soll wohl auch weiter oben zu finden sein. Hat jemand... Ja? Was? Kann ich den jetzt bauen? Schwimmflossen? Wo ist der Kaffeeautomat? Wir können ihn bauen. Okay, er hat das Ding nur nicht weggemacht. Er hat das Teil bloß nicht weggemacht. So, wo ging's denn hier? Ja, das gefällt ihm nicht. Ich weiß, das gefällt ihm gar nicht. Hallo? Große Augen gucken mich an. Na? Das schmeckt ihm gar nicht, wenn man Licht anmacht. Genau deswegen schmeckt es ihm nicht. Der schaltet dir nämlich dann das Licht aus. So. Wie kann man denn da hoch? Immer gerade zurück zur Motte. Welcome aboard, Captain. Oh Scheiße. Macht denn der Warper jetzt hier? Der ist auf den... Shit. Der hat's auf den Cuttlefish abgesehen. Der Warper hat es auf den Cuttlefish abgesehen. Wo ist denn jetzt die blöde Base? Da unten. So, wir müssen da auf jeden Fall nochmal rein. Lass mich mal gerade gucken hier. Frachtmodul machen wir mal auf. Schmeiß mal das mal alles da rein. Da kommt schon wieder der Warper. Ich speichere mal schnell ab hier. Müssen wir da hier von oben rein? Da liegt auf jeden Fall noch was drin. Ach, hier geht noch eine Luke rein. So, hier ist der Lebensform-Zuchtbehälter, falls man den da noch nicht hat. Kann man den hier scannen. Integrating new PDA data. So, da liegt noch eine Databox. Zyklop-Schildgenerator. Ah, geil. So, da liegt noch ein PDA. Integrating new PDA data.
Das gefällt ihm gar nicht. Bald die Taschenlampe anmachst, kommt er, ne? Ach, eine orange Tafel. Okay, cool. Die scannen wir direkt. Wusste ich doch, dass die hier vielleicht rumliegt. So. Haben wir hier noch was, was wir mitnehmen können? Irgendwelche Probenbehälter? Ich glaube, das war's hier, ne? Wie der Knuddelfisch da um ihn rum schwimmt. Oh, jetzt hat der Knuddelfisch einen mitgekriegt. Da liegt auch noch ein Knuddelfischei. Das nehmen wir uns natürlich mit. Könnte sein, dass wir uns einen neuen züchten müssen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der Knuddelfisch das da eben überlebt hat. Vorne ist der Warper wieder. So, ich glaube, das war's aber dann auch hier. Obwohl, nee, warte mal, da liegt noch irgendwas außen. Da liegt noch ein PDA, das nehmen wir noch schnell mit. Integrating new PDA data. So. Okay, dann haben wir die Basis ja auch entdeckt. Das war schon mal sehr cool. Ah, der Knuddelfisch lebt aber noch. Der schwimmt da vorne rum. Da ist er. Okay, cool. Dann... lass doch mal einfach hier nochmal runtertauchen. Ich gehe mal hier runter irgendwo hin und wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwie was Cooles finden. Hier müsste doch eigentlich auch irgendwo... da war gerade ein Reginald, ne? Sind hier noch mehr von denen? Ich würde mir nämlich gerne zwei Reginalds mit nach Hause nehmen. Oh, guck mal hier. In den Tu... oh, nein. Das ist doch hier, das ist doch so ein Krakenei. Das müssen wir uns mitnehmen. Ach, guck mal, da geht's auch schon, da geht's runter ins Dings. Ist Mr. Krabs. Ich will mal ganz kurz noch da runterfahren. Ich will nur mal was gucken hier. Da ist kristalliner Schwefel. Uran. Hm. Da ist auch noch grün. Hier geht's auf jeden Fall runter zum Lost River. Definitiv. Ja, hier sind wir dann im Lost River Biom. Jetzt ist nur blöderweise unser Inventar voll. Was sind denn das da für Teile? Amöboid. Okay. Jetzt scannen wir mal. Denn hier wird es mit Sicherheit also da unten in dem Becken, da müsste eigentlich Schwefel und sowas drin liegen. Auf jeden Fall müsste hier Nickelerz zu finden sein. Das Problem ist, wir kriegen nichts mehr mit, aber ist auch nicht so schlimm. Das Wichtigste haben wir, nämlich den Krebsbohrerarm. Das heißt, wir können jetzt so langsam dann theoretisch mit der Zyklop und dem Krebs auf Tour gehen. Die Seemotte werden wir jetzt nicht mehr ganz so viel benötigen, weil wir dann mit dem Krebs natürlich die Ressourcen abbauen können, ne? So. Wir verdünnisieren uns jetzt hier schön. Guck mal gerade nochmal auf der Karte, wo sind wir? Wir sind hier. Da ist Mr. Krabs.
muss ja hier auch nochmal hinfinden. Okay, hier bei diesen heißen Schloten, hier müssen wir runtergehen. Bei denen hier, okay. Alles klar. Oh, da ist auch direkt der Ghost Leviathan. Das ist jetzt uncool. Den lassen wir mal einfach da stehen, den Kollegen Ghost Leviathan. Jetzt fahren wir mal nach Hause, machen das Inventar leer und schauen, dass wir den Krebs ausgebaut kriegen. Und dann können wir nämlich auch mal wieder, können wir ein bisschen mehr Ressourcen sammeln mit dem Krebs. Und dann können wir auch wieder an der Basis mal wieder ein bisschen bauen, ne? Da habe ich ja auch noch so einiges vor. Da würde ich gerne noch so einiges machen. So, hier geht's. Hier ist alles Grand Reef. Und hier kommen wir dann. Naja, hier kommen wir dann in die. Ins. Na, wie heißt es denn? Kelp Forest, ne? Genau, Kelp Forest. Ja, 800 Meter bis nach Hause, das geht ja noch, ne? Das ist gar nicht so weit. 1,6 Kilometer waren das jetzt, glaube ich, insgesamt bis da vorne hin. Aber das hat sich richtig gelohnt, die letzte Folge und jetzt auch die hier. Da haben wir jetzt halt wirklich einiges gefunden. Und dann würde ich ganz gerne, wie gesagt, an der Basis ein bisschen bauen. Ich würde gerne noch das zweite Aquarium ein bisschen voller machen. Ich würde gerne nochmal nach dem Observatorium schauen. Das gegebenenfalls noch erweitern bzw. umbauen. Den Scannerraum, den haben wir auch noch gar nicht so wirklich genutzt, ne? Haben wir den überhaupt gebaut? Ich glaube, ich habe den noch nicht mal gebaut bisher, den Scannerraum, ne? Den würde ich auch ganz gerne noch bauen. Nö, kein Scannerraum dran. So. Erstmal die Motte hier dran parken. Jetzt haben wir aber richtig schön soft angedockt hier, ey, mein lieber Mann. Das schaffe ich auch nur selten. Vor allen Dingen würde ich halt auch ganz gerne. Wir haben ja jetzt hier zwei Aquarien. Hier sind die zwei Knuddelfischis drin. Ich würde vielleicht hier auch mal den Kollegen hier aussetzen. Und den noch. Geisterkraut haben wir auch hier drin, ja. Durch das Geisterkraut, da kannst du nicht durchschwimmen, das ist ja blöd. Na gut. Nicht so schlimm. So. Dann haben wir hier noch einiges an Deko-Kram. Problem ist, unser Inventar hier ist voll, ne? So. Das ist auch schon voll. Dann brauchen wir nochmal kurz ein bisschen Titan. Uns da noch einen Dekoschrank hinbauen. Gerade mal. So. Kaffeeautomat. Ja, der ist wichtig, ne? So. Auch Dekoration. Das, das. Und dann hatten wir auch noch Sachen hier in der Motte drin, ne? Hubkanone lassen wir natürlich da. Die nehmen wir nochmal mit. Das kann da rein. Ja, ich würde halt ganz gerne. Wir brauchen eigentlich noch einen Raum, den wir dann als Büro ausbauen, ne? Hier haben wir ja eher so Wasserkrams und so.
Müssten mal überlegen, was wir hier vielleicht noch machen. Wir hier vielleicht noch eine Trennwand reinbauen. Wollen wir mal gucken. Warte mal. Innenmodule. Nee, wo sind das? Außenelemente, Innenelemente. Hier ist ein Raumtrenner. Wieso soll ich denn so einen Raumtrenner stellen? Der macht doch gar keinen Sinn. Da steht genau die Wasserfiltermaschine drüber. Das ist ja doof, wa? Ich dachte, ich könnte vielleicht hier noch irgendwie einen Raumtrenner bauen. Schade. Kernreaktor. Obwohl, der würde halt natürlich extrem viel Strom machen, ne? Was haben wir denn noch Schönes hier? Abfalleimer. Oh, warum denn nicht? Lass doch mal hier einen Abfalleimer hinbauen. Kann man den eigentlich benutzen? Oh ja, Tatsache. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Die lebende Wand. Mal die hier irgendwo dran packen. Die passt hier nirgendwo hin. Dafür, dass die lebt, sieht die irgendwie sehr merkwürdig aus. Hier ist noch ein Atommüllbehälter. Also ein bisschen hier. Ein bisschen dekorieren hier, ne? Schild. Ja, da brauche ich Kupferdraht für. Wir haben auch kein Kupfer mehr, ne? Ach, shit. Okay, schade. Dann geht das nicht. Oh, gut. Wir wollen ja eh Ressourcen farmen gehen. Da haben wir ja jetzt endlich, endlich auch den Bohrerarm für den Krebs. Dass wir das auch machen können. Und damit würde ich jetzt erstmal... Ach, hier haben wir auch noch Deko und da haben wir noch die Tafel. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das sind Werkzeuge. Wichtiges. So, da kommt die Tafel auf jeden Fall mal rein. Dann haben wir da noch so einen Probenbehälter stehen. In der Tasche. Wollen wir noch hier reinmachen. So, dann gehen wir mal kurz hier an unser Blitzgerät. So. Wasser. Vital Signs Stabilizing. So, guck mal hier von der Watt. So, perfekt. Und dann speichern wir mal ab. Und dann gehen wir mal gucken. Wir können den hier bauen. Lithium, Titan. 5 Titan, 1 Lithium, 4 Diamanten. Ein Lithium. 4 Diamanten. 5-mal Titan. Sehr gut. Dann lass uns mal den Bohrerarm bauen. Cool. Sehr nice. Okay, was kommt denn jetzt da noch rein? Das Sprungkrafttriebwerk, das können wir nicht machen. Das... Ja, da können wir noch keins von machen, ne? Uns fehlt Nickelerz, uns fehlt Kyanit und uns fehlt der Schwefel. Das ist hier, was? Tiefenmodul Stufe 1. Wie tief kommt das Ding denn? 900, glaube ich, ne? Oh. Ich wollte eigentlich, einsteigen. 900 Meter kommen wir runter. Warte mal.
muss mal gerade nochmal aussteigen. Lass mal die zwei switchen. Genau, links den Bohrer und rechts das andere Teil. So. Jetzt könnten wir ja rein theoretisch... Könnten wir rein theoretisch mit dem Krebs Ressourcen farmen gehen, ne? Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Mein Inventar ist so gut wie leer. Wir haben ein bisschen Platz im Krebs. Frage ist, fahren wir dann mit der Zyklop? Wir könnten eigentlich mit der Zyklop fahren, ne? Da haben wir es ein bisschen entspannter. Brauchen wir nicht hier die ganze Zeit im Krebs. Im Krebs durch die Gegend zu eiern. Sehr gut, weil wir müssen ja hier auch noch, wir müssen ja hier die, die Sachen auch noch ausbauen. Kupfer, die sind alle leer, die Schränke, die hatte ich alle leer gemacht. Ja, okay. Unten die Schränke, die sind auch leer. Okay, so, wir haben aber auch... gefunden. Wir haben auch gefunden für die Zyklop. Den Wärmereaktor brauchen wir auch Kyanid für. Ladeschachterweiterung, die könnten wir uns bauen. Schildgenerator könnten wir uns bauen. Die können wir uns nicht bauen. Zyklop, Sonar. Maschineneffizienzmodul haben wir und ein Tiefenmodul. Können wir uns... Haben wir da Tiefenmodul schon drin? Ne, wir haben nur das Maschineneffizienzmodul drin. Dann lass uns das Zyklop Tiefen... Okay. Lass uns das Zyklop-Tiefenmodul noch bauen gehen. Das sollten wir uns auf jeden Fall noch einpacken. Welcome aboard, Captain. Dafür brauchen wir einen Plaststahlbarren und drei Rubine. Dafür brauchen wir zweimal Lithium. Drei Rubine. Ach, Titan. Wir haben kein Titan mehr. So ein Mist. Brauchen wir eben irgendwoher Titan. Ich weiß, da ist kein Titan drin, aber... Mach ihn trotzdem weg, den Stein. Die Schwimmflossen mit Ladefunktion, die könnte man sich eigentlich auch noch bauen. Die könnte man sich auch noch bauen. So, wieso spielen die denn hier nirgendwo mit Eisen? Ich glaube, ich habe denen alles weggefarmt hier. Die haben nichts mehr zum Spielen. Deswegen sind die auch immer so stinkig auf mich. So, aber hier müsste doch eigentlich noch irgendwie ein bisschen Schrott rumliegen, oder? Thank you.
Hier noch was zum Scannen drin. Nö. Selbst das haben wir schon weggefarmt. Stein. Da. Kriegen wir vielleicht auch noch das ein oder andere Stückchen Kupfer. Sagt in unser Inventar. Oh, ist sowieso voll. Okay, dann fahren wir nach Hause. Dann fahren wir nach Hause. Dann haben wir auf jeden Fall das Titan, das wir brauchen. Was haben die denn? Ehekrach bestimmt oder so, ne? Ist aber nah, mein lieber Mann. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der so nah ist, ey. So, wir brauchen einen Titanbarren. Dann wollten wir bauen das Tiefenmodul. Brauchen wir einen Plaststahlbarren. Okay. So. Dann müssen wir hier rüber. Nee. Scheiße, wo werden die denn gebaut? Krebsmodule, die werden in der Zyklop gebaut, die Teile, ne? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder wird er denn im... Moment, ich guck nach. Zyklop-Erweiterungen. Da werden die in der Modifizierungsstation gebaut. Kann das sein? Ebs? Bist du bescheuert? Das ist die Erweiterungskonsole. Wo wird denn das Ding gebaut? Wo war denn das? Ach, hier. So. Gut, dann haben wir den schon mal. So. Upp. Zerstörungstiefe 900 Meter. Komm mal genauso tief wie der Krebs. So, jetzt gehen wir nochmal durch. Oben, das da ist was? Krebstiefenmodul. Okay, das können wir nicht bauen. Das nächste Modul für die Zyklop. Den da, den könnten wir noch machen. Den können wir nicht machen. Den können wir noch machen. Feuerlöschanlage können wir nicht machen. Zyklop, Trockendock. Repariert im Zyklop angedockte Fahrzeuge. Ach so. Ja, das können wir uns, glaube ich, sparen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Also wenn wir Platz haben, machen wir es rein, aber da würde ich eher den Zyklop so nah reinmachen. Das geht nicht. Wir könnten uns halt noch den Schildgenerator bauen und die Ladeschachterweiterung. Großes Aufmotzen der Zyklop hier, mein lieber Mann. Also den Schildgenerator brauchen wir auf jeden Fall. Die Ladeschachterweiterung hatte ich, glaube ich, auch früher drin. Bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz und wir brauchen Polyanilin, ne? Polyanilin. Gold und Salzsäure und Salzsäure, Tiefenpilz und Salz. Okay, da müssen wir nochmal raus kurz. So. Das weiß ich gar nicht. Muss mal gerade gucken. Drei Tiefenpilze, ein Salz. Schau mal, wie viel im Inventar? Vier.
brauchen wir mal gerade das Messer. So. Cool. Was war das andere? Ach so, Salzablagerung einmal. So, Polyanilin, einmal Gold. So, und dann brauchen wir noch einen erweiterten Kabelsatz. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Kupferdraht. Wir brauchen einen normalen Kabelsatz. Wir brauchen irgendwie dreimal Gold. Wir brauchen Korallen. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Wir brauchen den Kabelsatz. Wir brauchen den Computerchip, da brauchen wir einmal Kupferdraht für. So, dann den Computerchip noch. Und jetzt noch einen erweiterten Kabelsatz, da fehlt uns einmal Gold. Okay. Immer diese erweiterten Kabelsätze, ne? So, dann haben wir alles zusammen für den Schildgenerator. Jetzt bräuchten wir noch zwei Lithium und ein Aerogel. Zwei Lithium. Dann brauchen wir für ein Aerogel brauchen wir einen Gelsack. Ich muss gucken. Ein Gelsack und ein Rubin. Ein Gelsack, ein Rubin, ja. Her mit dem guten Aerogel. Okay. Dann müsste das eigentlich passen, ne? Die werden dann auch beide in der Zyklop gebaut, ne? Welcome aboard, Captain. All systems online. Sehr schön. Beim Vorbeigehen schnabbel ich mir mal gerade noch hier so zwei von den Dingern und zwei Melonen. Oh, vielleicht auch noch eine. Oder zwei. So. Einmal Schildgenerator. Einmal Ladeschachterweiterung. So, dann bauen wir die mal ein. So, und jetzt fehlt uns natürlich... Also hier kommt irgendwann Tiefenmodul Stufe 2 rein. Ich glaube, ein Stufe 3 gibt es gar nicht für die Zyklop, ne? Dann können wir das hier oben ja... Achso, das ist Krebstiefenmodul. Krebswärmereaktor, Krebssprungtriebwerk. Zyklopwärmereaktor geht nicht. Den haben wir, den können wir abpinnen und den können wir auch abpinnen. Wegen dem Nickelerz ging das nicht, ne? So, der kann weg. Der kann weg. Die Feuerlöschanlage. Weiß es gar nicht genau, die hatte ich nie drin.
Oder hatte ich die doch drin? Ich weiß es nicht mehr. Der Wärmereaktor muss auf jeden Fall rein. Früher oder später. Aber ich pinne das jetzt erstmal alles wieder ab da. Sonst werde ich irgendwie ganz kirre, wenn da oben die ganze Zeit die Baupläne sind. So, sehr gut. Dann können wir jetzt aber eigentlich auch los direkt. Ne? Hängt das Ding hier dran? Krebs hängt hier dran. So, dann würde ich sagen, hier. Ach so, warte mal. Haben doch jetzt die Ladeschachterweiterung, ne? Sind jetzt 5 drin. Hä? Ach, da ist sonst nur einer drin. Okay, alles klar. Alles klar. Ich dachte, es wären noch mehr. Und da kommen doch was rein, Täuschkörper, ne? Weiß ich gar nicht genau. Säuretorpedo. Sind das diese? Nee, das sind doch Täuschkörper. Das ist doch was anderes, ne? Die Globerweiterungen, Basissegmente. Werden die auch hier hergestellt, die Täuschkörper? Nee. Macht man die am Fabricator? Raubtier-Täuschkörper, Kabelsatz und 3 Titan. Okay, da brauchen wir viel Silber für, ne? Ach ja, hier die Schwimmflossen, ne? Da haben wir noch die Tafel, genau. Schwimmflossen. Wir haben noch die Schwimmflossen mit Ladekapazität, ne? Die könnte man sich halt auch bauen. Davon laden wir wenigstens ein bisschen auf. Hm. Die sind zwar dann etwas langsamer. Finde ich aber persönlich gar nicht so dramatisch. Lass mal gerade gucken gehen. Die Schwimmflossen mit Ladefunktion hier. Da brauchen wir auch Polyanilin, einen Kabelsatz und die normalen Schwimmflossen. Ach, hier sind doch Zyklop-Tiefmodul Stufe 2. Und Stufe 3 gibt es auch noch. Okay. Wegen Krebs gibt es, glaube ich, kein Dreiermodul. Ja, und für die Seemotte, das haben wir. Schwimmflossen mit Ladefunktion. Hm, soll ich mir die bauen? Soll ich mir die nicht bauen? Überlege gerade. Die bringen schon was, ne? Ich glaube, ich baue mir die. Polyanidin brauchen wir und was war das andere? Ein Kabelsatz, ne? Okay. Lass uns einen Kabelsatz machen. Einmal Kabelsatz, das Blei kann weg. Das Titan kann weg. Und dann brauchen wir einmal Polyanidin mal wieder. Da brauchen wir Salzsäure, dafür brauchen wir wieder einen Tiefen, 3 Tiefenpilze und einmal Salz. Man könnte sich halt überlegen. Oh, ne, ist auch. Hier wäre halt eine Luke ganz gut gewesen, ne? Da wäre man hier schnell draußen. Aber auf der anderen Seite finde ich das mit dem Fenster auch ganz schick. Schwierig. So. Da gerade ein Schacht zugegangen, das klang so. Als wäre da gerade irgendein Schacht zugegangen. So. Einmal Salzsäure. Dann brauchen wir noch einmal Gold für Polyanilin, ne? Mhm.
Ich hab's geahnt. Der normale Schwimmflossen dafür. Normale Schwimmflossen. Okay. Warte mal, haben wir die noch hier? Ne, die haben wir nicht mehr, ne? Ah, ganz normale Schwimmflossen braucht er. Zweimal Silikongummi. Ach bloß, ich habe kein Silikongummi mehr hier. Echt jetzt? Okay. Silikongummi war was? Zweimal Schlingpflanzensamenbüschel. Nee. Einmal Schlingpflanzensamenbüschel. Gibt zwei Silikongummi und dann. Ja, ein so ein Ding brauchen wir. Wieder so ein Schacht zugegangen. Der Schacht von der Zyklop geht auf und zu. Warum auch immer. Kann es euch nicht sagen. Ist halt so. So. Ein paar Schwimmflossen bitte. Klasse 1. Und dann Schwimmflossen mit Ladefunktion. So. Da haben wir halt eine höhere Geschwindigkeit. Die opfern wir. Dafür können wir unsere. Dafür können wir dann unsere Batterien aufladen. Das hört man auch, wenn man jetzt schwimmt. Dann lädt er sich jetzt ganz langsam auf. Das dauert zwar ein bisschen, aber auf die Dauer macht das sich bemerkbar. Dass man dann halt weniger Batterien aufladen muss. Geht zwar sehr langsam, aber es geht. Man muss halt mit dem Gerät in der Hand schwimmen. So, okay. Jetzt haben wir aber dann, glaube ich, alles, ne, für den Anfang. Heißt, wir könnten jetzt erstmal losziehen. So, Krabbenkalmar-Ei entdeckt. Oh! Mr. Krabs ist aber klein, hä? Ich dachte eigentlich, der ist ein bisschen größer. So, hier, Krabbenkalmar. Dieser große Räuber bewohnt die Tiefsee, wo er zwischen Bluttang und Membranbäumen auf Beute lauert. Zur Selbstverteidigung kann er einen starken elektromagnetischen Puls erzeugen. 10 Gliedmaßen mit verschiedenen Anhängseln zum Schwimmen, Laufen, Jagen oder vielleicht sogar zum Verwenden von Werkzeugen. Tiere, die in ihrem Griff gefangen sind, werden geschickt getötet und schnell verzehrt. Wallenrochen, Spatenfische und andere leuchtende kleinere Tiere sind seine übliche Beute. Er nähert sich Lichtquellen in der Nähe und greift diese an. Sein EMP hat wahrscheinlich als Reaktion auf Angriffe von Raubtieren mit elektrischen Jagdmethoden entwickelt. Krabbenkalmare scheinen große Gehirne und Ähnlichkeit mit den intelligenten Tintenfischen der Erde zu haben. Aber das Organ im Kopf des Tieres ist in Wirklichkeit sein Magen, den es mit erstaunlicher Regelmäßigkeit füllen muss. Beurteilung: neutralisiert elektrisches Gerät. Lichter bewirken. Was? Lichter. Keine Ahnung, kann man nicht lesen. Ungewollte Aufmerksamkeit. Also du musst das Licht ausmachen, wenn du dich dem Vieh näherst. So, warte mal. Ja, fallen lassen. So.
Da ist der kleine Krabbenkram. Ach, das war ein Spatenfisch, den wir da gefunden haben. Interessant. Interessant. So, cool. Dann sind wir jetzt aber auch fertig und gerüstet. Und können entsprechend in der nächsten Folge dann sofort los. Und können mit unserem Krebsanzug und dem ganzen Kram anfangen, nach Ressourcen zu bohren. Da freue ich mich schon drauf. Ihr hoffentlich auch. Und ja, schade, dass jetzt in der Folge hier, ja, war jetzt nicht so spannend. Wir sind halt nicht losgezogen, ne? Sondern haben halt uns hier um die ganzen Upgrades und alles gekümmert. Aber jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen Ressourcen farmen und dann die Basis weiter ausbauen. Und dann schauen wir mal, wo wir noch so drüber stolpern, ne? Wenn wir jetzt anfangen, Ressourcen zu bohren. Wir könnten halt auch schön weit runter schon. Und das Gute ist, wenn wir mit der Zyklop unterwegs sind, dann haben wir auch den Fabricator dabei. Da können wir uns notfalls mal noch eine Boje basteln und irgendwelche Sachen markieren. Ne? Brauchen wir... Überlege ich gerade, brauchen wir die Schubkanonen? Ne, ich lasse die mal zu Hause. Ich lasse die Schubkanone mal zu Hause. Die ist jetzt halt in der Motte drin. Und ja, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Was ist denn das da? Zeigt er mir denn hier schon an? Ja, interessant, ne? Oder zeigt er mir den Kalmar an in meiner Base, wie der da im Aquarium rumschwimmt und stuft den hier als Feind ein? Kann natürlich auch sein, ne? Okay. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Dann geht es dann direkt los und dann fangen wir an, Ressourcen zu suchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da. Macht's gut. Bis denn und tschüss.